Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Diablo 4. Genau, wir haben jetzt hier oben noch eine Nebenquest. Erlangt das Tagebuch des Archivars. Machen wir die oder machen wir erstmal Hauptquest? Also mir wäre es lieber, wenn wir glaube ich ein bisschen jetzt Hauptquest weitermachen. Wir müssen jetzt hier nicht erst die ganzen Nebenquests hier abgrasen. Machen wir ein bisschen erstmal mit der Hauptquest weiter. Ne, dann müssen wir auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Wir haben noch so vielen hier vor uns. So, dann müssen wir jetzt einmal Nerell finden. Dann suchen wir die mal. Wie voll ist unser Inventar? Ah, ein bisschen Platz haben wir noch. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Übel, übel, übel. Was ist hier los? Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich brauche mehr weg, 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 weg. Die guten alten Schatzgoblins. Ich habe nicht gedacht, dass es die noch gibt hier. Ah, habe ich ihn leider nicht mehr erwischt. Okay, so das Gebiet ist natürlich relativ groß, aber ich würde tippen, dass die irgendwo hier oben in der Ecke ist. Und genau da werden wir uns jetzt auch mal ein wenig hinbegeben. Dreigesichtige Statue. Seht die Wahrheiten, die im Inneren liegen. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ah, okay. Muss in der Nähe sein. Sag ich doch, die ist irgendwo hier. So, dann wollen wir mal kurz gucken, was jetzt hier vorgeht. Sucht nach Nerell. Machen wir doch glatt, würde ich sagen. Ganz schön duster hier. Mitten in der Pampa steht ein Rüstungsständer. Das ist ja auch interessant. Was ist jetzt los? Warum greift er nicht mehr an? Das war gerade irgendwie ein bisschen erschreckend, muss ich sagen.
dass er auf einmal nicht mehr angegriffen hat. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil es wäre relativ doof, wenn wir ihm jetzt auf einmal, gerade bei Level 15, schon drauf gehen würden. Das wäre extrem ärgerlich. So, dann mal weiter geht's. Oh, ein Zweihandschwert. Was uns zwar wahrscheinlich auch nicht viel bringen wird. Aber pass auf, wir werden jetzt erstmal hier rumgehen, dann rechts und dann gehen wir erstmal rechts weiter runter. Und dann gucken wir erstmal da weiter. Ja, Kollege, das war's dann für dich, würde ich sagen. Also solange die jetzt so vereinzelt kommen, ist das ja alles noch relativ entspannt, ne? Aber wenn die jetzt wirklich in Massen kommen würden, dann hätte ich, glaube ich, echt ein Problem. Hier ist so eine Truhe. Primitiver Hammer, okay. Oh, bringt aber nichts. So, wir gehen erstmal unten weiter, würde ich sagen. Gucken wir erstmal so weit, wie es geht, erstmal Richtung Süden. Okay, hier wäre jetzt. Okay, da gehe ich gleich hin. Ich erkunde erstmal den Rest. Ja, ja, kannst mir gleich noch alles erzählen, Kollege. Lass mich erstmal hier noch den Rest erkunden. Auch wenn ich jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen hier für Nüsse durch die Gegend gelaufen bin, aber das ist mir egal. Achso, ich habe keine Wut. Sorry, da habe ich doch keine Wut gehabt. Oh, da war ein Amulett. Ja, ist genau dasselbe. Da hat sich nichts dran geändert. Druidischer Siegelring. Hm, auch nicht schlecht. Aber der wird mir schon erstmal nichts bringen, weil ich kein Druide bin. Erhöhtes Leben, ey. Das ist echt. So, Heckenpenner. So. 6,1% Widerstand gegen Blitz, Glückstrefferchance gegen folgende Gegner betäubt, 6 Schaden gegen verwundbare Ziele. Ja, den werden wir auf jeden Fall mal verwarnen, falls ich dann doch mal ein Dudu spiele. Das weiß ich ja eben noch nicht. Vielleicht spiele ich ja immer noch mal ein Dudu.
So, wir gehen jetzt erstmal weiter hier oben. Ja, lass uns erstmal hier oben weitergehen. Bevor wir hier... Oh. Ich hasse Gespenster. Ding und weg. Ja, das sieht doch eigentlich erstmal ganz gut aus hier alles, ne? Wir kommen gut voran. Wir sind noch nicht tot. Und wir haben wieder eine schöne Kiste gefunden. So, scheiß Gespenst drauf. So, Feierabend. Ende aus, Mickey Maus. Noch, noch mehr hier. Und auch noch erhöhtes Leben. Ja klar, genau. Alle drauf. Kommt dran hier. Immer ja damit. Kommt dran hier. Der nächste. Naja, das gab jetzt schon mal Level Up. Schon mal gut. Ein Vorteil muss das Ganze haben. Schlachtenzauberstab. Hm, auch nicht schlecht. So, haben wir noch mehr hier. Da war noch einer, der mich von hinten hier attackiert hat. Ein Breitschwert. Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir uns kurz. Also der Zauberstab bringt uns natürlich erstmal nichts. So, das macht 99 Schaden pro Sekunde. Na, dann wäre es natürlich sinnig, wenn wir das halt austauschen. Genau. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir denn für Skillpunkte nehmen. Bei der eigentlich Quatsch ist, ne? Weil Basisfertigkeiten erzeugen mehr Wut, wenn ihr Zweihandwaffen verwendet. Aber ich verwende ja an sich gar keine Zweihandwaffe. Aber ich kann das ja auch hier erhöhen, ne? Warte mal, das ging doch irgendwie. Fertigkeitszuweisung. Zwei Waffen, aber ich kann das doch irgendwie auch ändern, oder nicht? Bogenschlag. Nee. Weil dann ist nämlich der hier. Wo habe ich ihn denn? Sekunde. Weil dann ist der hier totaler Quatsch. Aber auffühlen. Doppelschwung ist klar. Was könnte man hier tritt? Ansturm, ne, bin ich kein Fan von. Eher Sprung haben wir ja schon, das ist klar. Aber ich glaube beim Sprung... Würde ich erstmal das hier machen. Da würde ich tatsächlich alle reinhauen. Dass wir da erstmal auf volle 3 Punkte gehen.
Und dann gucken wir mal, ob das jetzt, wie gesagt, eine gute Skillung ist, keine Ahnung. Ich werde mich da auch nochmal ein bisschen einlesen, etc. Ist ja alles so kompliziert. Aber bis dato muss ich eigentlich sagen, bin ich doch recht zufrieden damit. Bin zumindest schon mal nicht tot. Also ich habe schon 16 Level überlebt, ne? Ich glaube, das kann man nicht behaupten, dass das jeder geschafft hat. Ich habe es nämlich schon mal nicht geschafft. Ich habe nämlich schon bei Level 6 mal gescheitert. Lustigerweise. So, wo komme ich jetzt hier runter? Hier. Aber da kann ich jetzt nicht wieder hochgehen, ne? Okay. Das war natürlich jetzt ein bisschen Fail. Dann müssen wir jetzt einmal da hinten wieder hoch. Na, scheiß drauf. Dann gehen wir gleich auf jeden Fall den Rückweg. Bisschen entspannter. Wie gesagt, ich mache mir hier mit dem Questen und Leveln und so weiter, ich mache mir hier keinen Stress, ne? Ich hetze mich hier nicht ab, weil dann weiß ich jetzt schon, dass das voll in die Buchse geht, wenn ich das mache. Da ist ein toter Dorfbewohner, okay, und hier ist irgendwas Schrein des Schutzes, aber hier passiert gerade nichts. Gut, hätte man das mal vorher gewusst, dann hätte man sich den Weg jetzt auch sparen können. Aber ich muss sagen, ich habe das hätte ich auch nicht drauf geachtet. So, hier wieder runter. Schwupp, genau. Jetzt müssen wir noch einmal hier oben rumgehen. So, gehen wir erst da oben. Ja, wir gehen erst da oben hin. Oh, ein Amulett. Das tauschen wir auf jeden Fall aus, weil das magisch ist. Hallo Jungs. Eine pelzbesetzte Haube. Okay, jetzt haben wir erstmal nicht genug Dingens. Dann müssen wir einmal kurz in die City. Und dann werden wir erstmal ein bisschen was verkaufen. Also ich werde nicht alles zerlegen, wenn wir brauchen auch tatsächlich nochmal Gold. Nee. Deswegen werde ich jetzt erstmal so ein bisschen gucken. Nicht überhastet alles verkaufen hier. Also das Mutters Messer, das würde ich tatsächlich nochmal behalten, weil das ist ja, glaube ich, für einen Jäger, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Genau, das werden wir erstmal hier verkaufen. Den ganzen Ramsch, das ist okay. Das Kurzschwert kaufen wir auch. Die Sachen werden definitiv nicht verkauft. Der Beinschutz kann weg. Das geht weg, auch wenn es mehr Schaden macht. Den Streitkolben würde ich ganz gerne zerlegen, weil er recht nice aussieht. Den zerlege ich auch mal. Den behalte ich. Das geht weg. Die können wir austauschen. Das geht weg.
Und das behalten wir und das geht dann dementsprechend weg. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Schmied einmal raus. Segen des Vaters. Was so, reparieren können wir nicht. Wir können aber den auf jeden Fall mal zerlegen. Den behalten wir. Und die Sachen behalte ich auch erstmal. Die Schmiede ist heiß, falls etwas. Hier werden wir dann mal kurz in die Kommode bringen. Da muss ich rein. So, schon müssen wir nämlich jetzt erstmal hier rein. So, das geht auch erstmal da rein. Alles mal ein bisschen sammeln hier. Kann man vielleicht alles mal irgendwann wieder gebrauchen? Man weiß es nicht. So, pelzbesetzte Haube. Dann gucken wir uns die mal an. Oh, die hat definitiv mehr Rüstung. Oh, die sieht ja richtig nice aus. Barbar Meister des Kampfes ab. Ja, das machen wir dann später, würde ich sagen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Das ist, glaube ich, wieder so eine Quest, da werde ich wahrscheinlich dann drauf gehen und sterben. Ich habe nicht gehört. Dann werde wütender, Mensch. Ah, shit. So, hier ist soweit alles safe. Ja. Oh. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Alles schön erkundet, wunderbar. Mann. So, damit haben wir jetzt aber alles erkundet und dann können wir jetzt auch mit der ganz normalen Quest weitermachen. Dann rutschen wir mal hier runter. Das finde ich eigentlich echt ganz cool gemacht. In Diablo 3 gab es das, glaube ich, gar nicht, ne? Aber ich habe auch Diablo 3 schon so Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Da ist noch was. So. Dann gehen wir einmal da runter. Ich ahne das echt böses. Irgendwas sagt mir eigentlich, soll ich das nicht machen, aber ich muss es ja machen. Das ist ja schließlich die Quest hier. So, jetzt müssen wir tatsächlich einmal hier durch dieses Portal durch. Ich erinnere mich so ein bisschen an WoW mit diesem Portal. Ganz ruhig. Euch wird hier kein Bein zustoßen. Wo bin ich hier, ey? Vision von Tristram. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Eine Art Bewunderer. Ich habe euch in den Bergen gerettet. Ihr hattet euer Pferd verloren und wart in die Höhle gekrochen. Ohne mich werdet ihr erfroren. Warum helft ihr mir? Oh, da
das ist ganz einfach. Ihr wollt Lilith aufhalten. Und ich will, dass ihr Erfolg habt. Aber wenn ihr den Horadren folgt, schafft ihr das nie. Recht mit dem lustigen Wolf. Warum erzählt ihr mir das? Warum erzählt ihr mir das? Um euch zu warnen. Der Tag wird kommen, an dem die Horadren straucheln. Seid nicht in der Nähe, wenn das geschieht. Das Portal wird euch zu dem kleinen Mädchen führen, das ihr sucht. Okay, vielen Dank. Bis dahin. Und mir bereits früher passiert. Der Weg zum Gewölbe endet hier. Also sollte es sich irgendwo in diesem Wald befinden. Ja, da gucken wir dann gleich mal. Würde ich sagen. Gold ist immer gut. Jetzt bloß nicht drauf gehen. Also geht doch. Untersucht die dreischichtige Statue. Okay, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Hallo, dahin. Okay. Reist zu horadischem Gewölbe. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Ich verstehe. Der Weg ist jetzt anders. Die Statue war die Quelle einer Illusion. Ja, wir machen erstmal da noch ganz entspannt weiter. Und dann gucken wir mal. Ja, dann wollen wir mal rein, würde ich sagen. Auf in die gute Stube. Ob das gut ist? Keine Ahnung. Wir schauen mal. So, aber ich würde sagen, ich hoffe, dass hier ein Speicherpunkt ist. Denn ich würde hier nämlich jetzt ganz gerne erstmal einen Cut reinmachen. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich starte nächste auch wieder hier. Aber wir werden es dann dementsprechend feststellen. Und deswegen würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.